Ganz sympathischer Typ. Mächtiger Kerl. Ganz relaxed. Ist eigentlich Weinbauer. Boxt noch zum Hobby, aber das macht er noch ausgezeichnet. Sieht mal ein bisschen steif aus, wie er daherkommt, auch wie er sich so in der Vorbereitungszeit hier gegeben hat. Da war noch ganz schön Power noch in den Fäusten. Paolo Vidos im Ring. 29 Kämpfe, 25 Siege, 4 Niederlagen. 14 Mal gewann er vorzeitig. So, nun wird hier gleich ein ohrenbetörender Krach ausbrechen. Sinan Samilsan wird aufgerufen. Na, was habe ich gesagt? Ankara bebt. Ankara lebt. Ankara drückt Sinan Samilsan die Daumen. Ankara hofft, dass er den Europameistertitel hier in ihrer Stadt behält. Simply the Best von Tina Turner, seine Einmarschmusik. Er soll heute beweisen, dass er der Beste ist in Europa. Große Erwartungen lassen auf ihn, ich werde damit fertig. Bei dieser Einmarschmusik muss ich immer auf Chris Eubanks denken, der eine Riesenshow abgezogen hat zu diesem Lied. Der besten Supermittelrichter, die es je gab. Sinan Samilsan im Ring. Tauchte auf aus dem Nebel. Und die Fans skandieren Sinan, Sinan. In seiner Ecke Carsten Röber, der Trainer, war da zu sehen. Jetzt die Nationalhymnen.
Schon was, wenn so eine ganze Halle inbrünstig die Hymne mitsingt. Ja, die türkischen Sportfans sind wieder stolz auf ihre Nation. Die Fußballer haben gut gespielt. Und das hofft man natürlich auch, dass Sinan Samisan hier auf europäischer Ebene durchstartet. Paolo Vidos, 113,3 Kilogramm brachte er auf die Waage, 37 Jahre alt, 1,91 Meter groß. Ich habe schon gesagt, 29 Kämpfe, 25 Siege, 4-mal verloren, 14 K.O.s. Geht nicht nur um den EM-Titel, auch um den IBF in der Conti. Sinan Samisan, auch hier alles kurz zusammengefasst, 140,5 Kilogramm, hätte vielleicht ein bisschen weniger sein können, 34 Jahre alt, 1,91, 34 Kämpfe hat er bestritten, 30 Siege, 4 Niederlagen, 16 Mal hat er vorzeitig gewonnen. Hier, das machen die Jungs und Mädels in der Halle, allesamt stehen wie eine Wand hinter Sinan Samisan. Und wenn er hier gewinnen sollte, dann wird die Nacht zum Tage gemacht in Inka. Ringrichter ist Erki Meronen aus Finnland. Die Punktrichter Esa Letosari, ebenfalls aus Finnland, Robin Dolpierre aus Frankreich und Roger Tillemann aus Belgien. Ja, Spannung ist groß. Jetzt kann es gleich losgehen. Die letzten Betreuer verlassen den Ring. Und ringfrei, Runde 1, die Europameisterschaft im Schwergewicht. Paolo Vidos in der schwarzen Hose gegen Sinan Samisan in Lilla. Ja, schon zwei, dreimal gute Führungshand von Vidos. Aber Samisan hier mit einer schönen Kombination. Kampf beginnt lebhafter, als ich mir das vorgestellt hatte. Sam sehr konzentriert gewesen in den letzten Tagen.